Und hallo, hallo, hallo. Ach, schon Chiton. Uiuiui, einiges. Ach, schon Chiton. 30 Rüstung und blau. 7% und? Blitzwiderstand, plus 14 Intelligenz, plus 53 Energie, plus 1,0 Energieregen, plus 44% Energieregen, plus 12 Verteidigungsqualität. Ja, also, die ist doch besser als meine. Oh, ich sehe sehr schick aus. Oh, das sieht richtig gut aus. Moment, lass mal gucken. Das sieht echt richtig gut aus. Oh Moment. Ja. Oh, du siehst da richtig göttlich aus jetzt. Oh, brauchst du noch was da von denen? Nee, ne. Moment. Den Zeug, was da rumliegt? Oder tun wir es schon noch? Ne. Werden wir auch hier versammeln? Feien, was machst du denn hier? Ich kann nicht glauben, dass die Gorgonen mich ausgetrickst haben. Ich werde diesen Fehler kein zweites Mal begehen. Hast du von dem Terkine gehört? Er ist ein großer Zauberer, der Bestien und Monster beschwören kann, damit sie rauben und zerstören. Mein Dorf wurde von diesem fürchterlichen Terkine angegriffen. Alle wurden getötet. Außer mir. Ich habe ihn vom fernen Osten bis hierher verfolgt. Ich hätte mich ja auch schon gerecht, wenn diese Gorgonen mich nicht fast in Stein verwandelt hätten. Er marschiert mit seinem Heer jetzt nach Athen. Inzwischen wird die Stadt wohl schon belagert sein. Wenn du diesen Telkine sehen möchtest, dann solltest du ihn besser vor mir finden. Okay. Okay. Dankeschön. Cool. Und so. Sie hat die Tür geöffnet. Zack. Okay, wo gehst du jetzt hin? Feien. Vielen Dank, aber wir müssen uns verabschieden. Okay. Oh. Achso, ich hab nicht ganz zu Ende gesprochen, weil du jetzt noch über die Erde schwebst hier. Ja, was denn nun? Ich möchte nochmal bei dir. Vielen Dank, aber wir müssen uns verabschieden. Ich habe Dinge zu erledigen. Wir haben auch Dinge zu erledigen. Okay, tschüss. Wir haben viele Dinge noch zu erledigen. Okay. Ja, und zu den Terkine, da werde ich nachher, wenn wir ihnen begegnen, werde ich natürlich was erklären müssen. Mhm. Okay. Oh. Und hallo! Gorgone! Gorgonen! Endlich mal neue weibliche Wesen. Ja. Oh, die sind aber auch nicht so gefährlich. Kalt so in der Höhle? Ja. Komischerweise. Aber die sind ja vielleicht schon gewöhnt, wenn die hier so lange drin sind. An die Kälte. Ja, da könntest du recht haben. Schon angepasst an die Kälte. Oh, ein Dornenschrein. Sehr schön. Gut. Dun, 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 dun. Die gehen auch mittlerweile schnell down. Das wird Wahnsinn, ey. Gut. Ist hier noch was? Ja. Oh, hier ist noch eine königliche Truhe. Das ist gut. Oh. Vom königlichen Hof. Genau. Diese Truhe. Oder die Schule. Oh, hallo. Wächterküras. Die Pharaonentruhe. Oh. Oh, ja. Moment. Schlucke, ich brauche nichts unbedingt. Ich weiß es gar nicht. Schlucke, nee, ach nee, nicht. Das brauchst du. Stimmt. Was denn? Ja, Glistischl. Echt? Ja, ja. Ja, Schlucke, ne? Ja, doch. Brauchst du einen Ring mit plus 23 Verteidigungsqualität? Verteidigung. Nee, ich kann dir einen schützenden Schleifring des Könnens geben. 13% Kältewiderstand und plus 35 Verteidigungsqualität. Na, dann schieb mal rüber, Toni. Da. Danke. Der ist nämlich ziemlich kalt, der Ring. Das ist krass. Dann tausche ich den mit dem Schleifenring aus. Mit dem anderen. Gut. Sehr gut. Wow, ich sehe gerade. Giftresistenz 46% bei mir. Wow, 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 wow. 139 Verteidigungsqualität. Wie viel hast du Gift? 46% Giftresistenz. Okay, ich habe Giftresistenz 0%. Aber dafür habe ich 0 Durchbohrungsresistenz. Das ist nicht gut. Ich habe 25% Feuer und 27% Blitz bloß bis jetzt. Ja. Du hast mehr Feuer und Eisresistenz und ich habe nur Gift mehr. Toll. Jo, naja. Naja, ist ja nicht so tragisch. Und, oh, hallo, Madame. Wache. Die Wachen.
Madame. Eindringlinge. Madame, Monsieur. Bum, bum. Einfach gestaltete Truhe. Aua. Eine reich verzierte Truhe aus Ebenholz. Du machst die obere, ich mach die untere auf. Ich hab die untere jetzt schon aufgemacht. Du kannst okay, die obere aufmachen. Okay, dann mach ich die obere auf. Und joi, 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 joi. Was könnte... Ja, der Streitkolben, weiß ich nicht. Hm. Ist zwar an sich stärker, aber... bringt nur plus 50% Schaden gegen Dämonen. Es gibt ja nur eine Handvoll von Dämonen-Monster. Jo, deswegen. Okay. Oh, eine Feuermedusa. Hallo. Oh, man sieht. Unheilige. Danke. Ja. Sehr gerne. Du bist richtig gut. Dankeschön. Bitte. Gestützter Stab der Erkenntnis. Der könnte für dich interessant werden. Nö. Ne, okay, dann verkaufen. So. Und hier sind natürlich noch mehrere Gorgonen. Schlechterin. Bogenschützin. Ja, tollen Namen. Muss ich erwähnen. Zack, 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 zack. So muss das hier alles weg. Genau. Oh, Taper Armschienen nochmal. Nochmal Taper Armschienen. Ja. Ich kann aber nur einmal nehmen. Stärke 122. Okay. Oh. Oh, oi, oi, oi. Ja, was? Danke. Kein Ding. Oh, die rote Medusa ist stark. Ohne. Einfach. Retrohe vom einfachen Handwerk. Und da ist nichts Interessantes drin. Du hast keinen Platz mehr. Oh, hast keinen Platz mehr. Alter Schwede. Hast mal wieder. Check das doch mal. Du hast keinen Platz mehr. Oh, das Inventar. Oh nein, 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 nein. Nö, 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 nö. Ich bring ein paar Medusa-Freundinnen mit. Ja, klar, gerne. Oh, man darf nicht im Vorstand stehen. Nein. Und du Unheiliger. Oh, shit. Bist du ein Unheiliger? Ja. Die aber jetzt tot ist. Gesundheitsrang. Dein Gepäck ist voll. Egal, ich nehme Geld mit. Ja, das Geld kann man jederzeit einsammeln. Ja. Auch wenn man ein wenn das Inventar voll ist. Toll. Wo soll da die Logik sein? So, wo müssen wir denn jetzt hin? Bestimmt unten raus hier zum. Ganz unten raus hier, wo ich vor uns rausgegangen bin da. Das könnte sein. Da war nämlich ein Weg zum Weg nach Athen. Mhm. Okay, dann wollen wir da lang. Äußerst große Stadt. Athen. Ach, da ist auch der Ausgang. Äußerst groß. Wieder mal. Endlich mal wieder Außenwelt. Yay, Außenwelt. Oh, frische Luft. Damakensos. Damaskenos. Ich kann es nicht lesen. Damakenos. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst mir Sachen entgegennehmen. Das wäre ganz, ganz nett von dir. So, erstmal Sachen verkaufen. Ja. Auf jeden Fall. So. Und auch ein paar Tränke kaufen. Krass, auf jeden Fall. Nö, nee, gibt's nichts so Gutes. Was ich brauchen könnte. Gibt's eh nichts so Gutes. Toni? Ja. Wie hieß jetzt nochmal deine Schriftrolle? Ich vergesse das noch jedes Mal. Was denn für eine Schriftrolle? Die du brauchst. Achso, gibt's die? Ja. Für dein Artefakt. Schriftrolle des Klingrades, das war schon gekauft. Meine. Jawohl, dann so. Hast du es. Dich begleiten. Ja, danke. So. Da werden wir doch mal hier einen Schnitt machen bei diesen schönen Pferden und bei dem Herrn. Beim Händler. Damaskenos. Ich kann es immer noch nicht lesen. Diesen Herrn, Feinherrn da. Ist ein Zungenbrecher-Name, Toni. So, dann muss man hier so hinstellen und dann. Ja, oh, so ist gut. Boah.
Gut. So, dann werden wir uns jetzt mal verabschieden hier. Vielen Dank fürs euer Zusehen und dabei bleiben und durchhalten. Durch, genau. durch diese ganzen Höhlen. Und die ganzen Radmenschen und Gorgonen. Und dass wir die Medusa überlebt haben. Dankeschön. Genau, Gott sei Dank. Wahnsinn. Gott sei Dank. Krass. Alter Schwede. Boah, das war ein Abenteuer. Ein Abenteuer. Und weitere werden noch folgen, wenn wir zurückkehren auf diesem Channel hier. Bei also Titan Quest. Titan Quest. Auf yeah. derselben Stelle und auf derselben Welle bleiben wir dann mal dabei. Woo! Und dann, was sagen wir mal? Dankeschön fürs Zusehen. Und auf Wiedersehen. Mach's gut. Danke, das hab ich vorher schon mal gesagt. Mach's gut, aber egal. Mach's gut. Mach's besser. Doppelt hält's besser. Immer gerne. Tschüss.